Die heutige Welt ist digital. Jetzt warnen Experten, was für uns heute selbstverständlich ist, könnte morgen Luxus sein. Wenn sich der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie in den nächsten Jahren so fortsetzt, werden wir in eine Knappheit kommen von einzelnen Metallen im Zeitraum von 20 Jahren. Das Problem: Für viele elektronische Geräte sind seltene Metalle wie Gallium, Thallium oder Indium wegen ihren speziellen Eigenschaften unerlässlich. Zwar braucht es sie nur in Spuren, aber ihre Verfügbarkeit ist begrenzt. Heinz Böhni sagt warum. Die seltenen Metalle sind gekoppelt an Hauptmetall. Im Fall von Indium ist es der Zinkabbau. Und man kann Indium nur in dem Maß abbauen, wie man auch Zink abbaut. Zinknachfrage bestimmt damit auch das Indiumangebot. Mit anderen Worten, Indium ist nur ein Nebenprodukt des Zinkabbaus. Eine eigene Indiumförderung ist nicht möglich. Ein Ausweg aus dieser Metallknappheit ist das Recycling. Schließlich beträgt die Rücklaufquote bei Fernsehern und Computern in der Schweiz hohe 85%. Doch so einfach ist das nicht, wie ein Besuch beim größten Elektroschrottentsorger der Schweiz, der Firma IMAG, zeigt. Denn die Rückgewinnung seltener Metalle ist technisch schwierig und aufwendig. Was ist möglich? Was macht der Recycler mit diesem kunterbunten Haufen? Aus dem Haufen raus, der aus hunderten verschiedenen Stoffen besteht, Wertstoff rausholen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Bereits eine einfache Separierung und Zerlegung des Elektroschrottes ist aufwendig und erfordert viel Handarbeit. Mehr als 40 Angestellte trennen die Geräte in ihre verschiedenen Schad- und Wertstofffraktionen auf. Das ist eine unserer wertvollsten Fraktionen. Das ist die sogenannte Leiterplatte erste Qualität. Sie beinhalten ca. 40 bis 45 verschiedene Metalle, unter anderem auch Edelmetall, aber auch die Gewürzmetalle. Diese seltenen Gewürzmetalle, zu denen auch Indium gehört, kann die Firma IMAG aber nicht selber zurückgewinnen. Sie verkauft die Leiterplatten. Denn Gewürzmetalle zurückgewinnen, das können nur gerade drei Werke in ganz Europa. Zum Beispiel die Firma Umicore im belgischen Hoboken. 1200 Grad bringen die Metalle zum Schmelzen. Hier ist das Herz. Im Kupferschmelter bringen wir die Leiterplatten und andere Rohstoffe ein und separieren wir Kupfer und Gold von den seltenen Metallen. In diese mannshohen Töpfe fließt die Schlacke des Schmelzprozesses. Darin enthalten sind auch die seltenen Metalle wie eben Indium. Kupfer und Gold hingegen sammeln sich beim Schmelzprozess, von außen nicht sichtbar, am Grund des Ofens. Bis die glühende Masse abgekühlt ist, dauert es Stunden. Was mit diesen Blöcken weiter passiert, will das Unternehmen nicht preisgeben. Die Rückgewinnung des Gewürzmetalls Indium bleibt Geschäftsgeheimnis. Fakt ist, die Recyclingquote von Indium aus Endprodukten ist heute noch sehr tief. Weltweit liegt sie unter 1%. Auch Umicore gewinnt das seltene Metall nicht nur aus Elektroschrott. Wir haben eine Kapazität von 50 Tonnen pro Jahr. Aber das kommt nicht nur vom Elektronikschrott, sondern das größte Teil von der Indiumproduktion kommt von der primären Produktion, von den Zinkminen. Indium ist gefragt. Die Nachfrage übersteigt bereits heute das Angebot. Ein Forscherteam aus Deutschland hat errechnet, dass in 20 Jahren der Bedarf dreimal höher sein wird als bei der heutigen Produktion. Indium wird zum raren Gut. Ein Kilogramm ist heute 500 Franken wert. In welchen Produkten stecken seltene Metalle drin? Wie können sie vermehrt rezykliert werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die EMPA St. Gallen. Gibt es Visionen? Ein möglicher Ansatz wäre, dass man Entsorgung und Produktion stärker koppelt. Das heisst, dass Produzenten, die ja auf die Metalle angewiesen sind, sich stärker auch in der Entsorgung engagieren. Das heisst, dass man beispielsweise Produkte könnte mieten, könnte zurückgehen nach dem Gebrauch an einen Hersteller. Und damit wäre gewährleistet, dass die Stoffe, die drin vorhanden sind, auch wieder in die Produktion zurückfließen. Soll unsere Welt auch in 20 Jahren noch digital sein, muss schon bald Ersatz für die immer knapper werdenden seltenen Metalle gefunden werden.